Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich gehe einmal einem kleinen Wunsch eines Users von mir nach, und zwar: Hey Toto, könntest du mal deinen Angriff auf die 1 zeigen, da ich die Taktik, von der du erzählt hast, Babys und Beben, nicht kenne. Ja, es ist zwar jetzt nicht die 1 geworden, aber ich kann euch trotzdem einmal so einen Angriff zeigen, denn ich habe ihn eben gemacht mit dem Alex-Account. Und zwar kann der Alex-Account hier in diesen Bereichen hier nicht mehr viel holen, denn wir spielen hier ein fast ausschließlich 10er 11er CK, und den ersten hat der Alex hier schon auf einen 9,5er gemacht, und den zweiten, ja, da habe ich mir tatsächlich mal wieder diese Taktik überlegt, also schön die Babydrachen immer in Wut um diese Base hier gesetzt, denn die Luftabwehren sind ja hier wirklich sehr mittig in dieser Base, also sehr tief drin, und so holen wir uns schon mal die ersten Prozente. Hier unten, wo der King übrigens rumlungert, hier an der King-Platte, dort werde ich meine Erdbebenzauber setzen, um dann den Rest der Base hier zu machen. Also keine Mauerbrecher, nur ein Sprung dabei. Und wir gucken mal, wie weit ich jetzt eigentlich schon mit den Babydrachen hier komme. Die kommen jetzt schon so ein bisschen sogar in die Base hier rein, was natürlich nicht schlecht ist. Also bis hierhin 35%. Und dann an beiden Ecken so ein bisschen hier den Tesla noch abgelenkt und auch nicht ganz weggemacht. Schade, war aber an der Stelle nicht so schlimm. Wir hatten bis hierhin schon 42%, das ist also schon reichlich. Die 50% brauchten wir hier erstmal nicht. Und wie dann schon angesprochen, der Beben, dann der Sprung mit jetzt ein paar Magiern dahinter, den King, die Queen und Bola in der Clanburg. Und da muss das gleich relativ schnell gehen, denn ich gifte gleich schon so ein bisschen giftig einfach mal vorweg, denn ich wusste zwar jetzt nicht genau, was in der Clanburg war, aber irgendwas ist da meistens ja drin, was du irgendwo giften kannst. Und meine Queen geht jetzt mal so ein bisschen außenrum, ist aber nicht so schlimm. Mein King ist in der Mitte mit den ganzen vielen kleinen Barbaren und macht schon mal das Rathaus hier. Und ihr seht, es setzen schon 56%, Queen ist noch außen, kann ich noch zünden, mache jetzt auch noch den einen oder anderen Prozent. Und jetzt noch auf der anderen Seite mit den Magier, das große Lager schaffe ich also auch noch. Also so kann man es machen. RH9 auf RH10. Ob es uns hier weiterhilft, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, die zwei bleiben erstmal stehen hier auf diese Base. Denn ich hatte es schon angesprochen, wir haben hier nur ein einziges 9er Dorf. Das ist der Alex hier unten, also mein Account letztendlich, oder einer meiner RH9 Accounts. Und der wird natürlich ein Opfer sein hier für die 10er auf der anderen Seite. Wir haben also hier unten haben hier unten einen 9,5er. Den hat hier ein 10er auch noch nicht geschafft. Und ich habe den zwar auch mit 2 Sternen gemacht, aber ihr seht das selber, das ist schon eine recht schwierige Base hier. Es war eigentlich ist es nur ein 9er, aber hier lungern so ein paar Tesla rum. Die sind schon maxed out und auch mehr Bomben, als es ein RH9 hat. Aber wo will ich eigentlich hin? Gute Stimmung heißt ja auch die Folge. Und deswegen mache ich den Toto hier mal aus. Dann sind wir nämlich hier bei den True Warriors 2. Und die sind richtig guter Stimmung. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr dieses Lock hier seht. Also richtig krass hier mal wieder aufgeräumt. Auch im letzten CK haben wir einen Level 10er Clan mal wieder dezimiert. Also richtig schönes Ding. Ihr seht, was hier alles noch offen ist. Und der Gegner hätte sogar noch angreifen können. Da ist zwar die 1 gegangen, aber die anderen hätten sicherlich noch was reißen können. Und von uns aus wieder taktisch klug hier sehr schnell alles dicht gemacht, und ich zeige euch einfach mal ein paar Kämpfe von Leuten, die wir hier noch gar nicht gesehen haben. Ja, das ist also mal der Peter 1 hier, hat hier schon gleich eine schwierige Base vor sich, denn der hat ja auch noch gar nicht so gute Truppen. Also hat er sich gedacht, ich nehme hier mal ein paar Riesen, ich nehme ein paar Magier und eine richtige Horde von Bogenschützen, und er hat so ein bisschen Glück. Denn oftmals, gerade bei diesen kleinen Accounts hier unten, ja, ich meine, eine Walküre ist dabei. Ich gehe mal ein bisschen größer rein. Die musste erstmal wegkriegen. Aber ich meine, 78 Bogenschützen, die müssen auch so eine Walküre schaffen. Und die Riesen, ja, die haben natürlich viel Healpoints. Da kann man sich dann auch mal vielleicht in der Clanburg, na, nur mal so als Tipp, ein paar Lakaien mitnehmen. Ja, die machen denn die Riesen hier nämlich ratzfatz weg. Aber das machen natürlich auch diese vielen Bogenschützen. Und er kann ja direkt jetzt in diese Base quasi
seine Truppen reinsetzen. Eigentlich braucht er gar nicht von außen kommen. Der kann eigentlich komplett hier von innen einfach rein, weil das Ding ist ja so offen wie ein Scheunentor. Und kann hier mit den vielen Truppen jetzt die Base hier machen. Hat jetzt noch Magier und Riesen auch. Ja, wunderbar. Also der Kollege Defense hier hat ja auch letztendlich nur zwei Dev-Gebäude. Gucken wir mal, ob da noch irgendwo so ein Tesla hochploppt. Aber der macht letztendlich auch nur Einzelschaden. Und ihr seht das dann hier. Dann sind das hier richtig einfache drei Sterne gewesen. Also auch für den Peter, der im Moment erst Level 1 Drachen, glaube ich, jetzt hat. Und auf dem guten Weg ist hier ein guter Mitspieler, denke ich mal, zu werden. Und ja, das waren unsere ersten drei Sterne hier unten. Also schönes Ding vom Peter. Oder Peter 1 heißt er sogar. So, ich hatte mir hier genau die rausgesucht, die wir hier noch nie gesehen haben oder noch sehr, sehr wenig gesehen haben. Das ist hier der Ravio. Also ich kenne hier mal wieder die wenigsten, aber ich habe sie jetzt heute Abend ein bisschen näher kennengelernt. Hier ist die Stimmung wirklich, wirklich gut. Denn klar, wenn du so ein bisschen auf Clan Level 5 jetzt bist und kannst es im nächsten CK vielleicht sogar schon schaffen, dann wird man natürlich so ein bisschen euphorisch. Und aber sieht gut aus hier. Der Clan ist fast pickepacke voll. Also schöne R8, R9 hier würden dem Clan noch ganz gut tun, auch ein R10, gar keine Frage. Suchen wir immer auch im oberen Bereich noch der ein oder andere, der nachkommt. Und der Ravio macht das hier schön mit Drachen. Dreier Drachen gegen diese Base hier. Okay, die Luftabwehren sind jetzt nicht ganz so hoch, das gebe ich zu. Ja, also das ist auch ein gefundenes Fressen hier. Also eine kleine Rusherbande war der letzte Gegner schon. Vielleicht hat er es auch eingesehen am Ende, dass es keinen Zweck mehr hatte, hier bei uns überhaupt noch irgendetwas zu holen, und hat sich hier den Gegner schön weggesnaggelt. Also, ich denke mal, dieser CK hier ist auf jeden Fall ein besseres Video wert als das, was ich eigentlich geplant habe für heute Abend, denn ich hatte mal wieder eine Bilderhaul-Folge geplant, aber bin so abgenervt von dieser Bilderhaul-Geschichte, dass mir so ein bisschen die Lust vergangen ist. Und als ich hier heute Abend in den Clan kam und hier war so gute Stimmung, ich habe den CK hier gesehen, habe ich gedacht, nee, Thorsten, da machst du mal lieber hier eine Folge von den TW2s mit ein paar schönen Kämpfen, als dass du deine Rumquälerei hier im Nachtdorf zeigst. Also lieber hier so ein bisschen was gemacht, als auch bei mir. Wir haben hier den Roxy, haben wir, glaube ich, auch noch nicht so oft gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn überhaupt schon gesehen haben. Aber hier mit ein RH9 ist es, ein RH9 auf ein RH8, aber ja, Helden noch nicht ganz so hoch, aber schon 4 Drachen. Und das ist eigentlich immer absolut nach wie vor die gängige Lösung, wenn man so eine Base hier vor sich hat und man ist mit seinen 9er auch noch nicht ganz so sicher, aber hat die Drachen schon auf 4 und kann ihn natürlich ganz bequem 2 Luftabwehren wegblitzen. Hat jetzt zwar keine Zauber mehr, das ist auch nicht so tragisch, aber er hat jetzt auch nur noch eine einzige Luftabwehr hier, die er hier machen muss. Und ich weiß gar nicht, was er eigentlich in der Clanbook mit hatte. Da muss ich jetzt erstmal schauen. Die hat er nämlich noch nicht gesetzt an der Stelle. Und mal sehen. Ich meine, hier brennt, man muss es so sagen, hier brennt ja nichts an. Egal wohin die Drachen eigentlich fliegen, diese Luftabwehr wird das einfach nicht schaffen. Und auch die Queen geht hier schön mit. Die hat er hier einfach mit reingesetzt. Und ist ja noch nicht so hoch, ist jetzt auch schon gezündet gewesen. Aber sie macht hier so ein bisschen mit, nämlich die dicken Gebäude. Und das ist natürlich nicht schlecht. Das, was die macht, müssen die Drachen nicht machen. Und so macht sie Queen hier ein bisschen mit. King ist eh schon weg. Und ich sehe immer noch nicht, was er in der... Ach doch, er hat ja seine Clanbook gesetzt. Ach, ich sehe es hier unten gerade. Ja, ich sollte das auch mal ein bisschen größer reinscrollen. Hier unten ist schon die Clanbook gesetzt. Aber die Drachen gehen hier allglatt durch diese Base durch. Ja, also, wer mal von Rathaus 9, also kleines Rathaus 9 auf einen relativ starken Rathaus 8 seine Angriffe machen muss, nehmt ruhig 4er Drachen mit euren Zaubern und der Queen. Das wird in der Regel immer erfolgreich. Ihr seht das hier, was das für eine Übermacht ist hier oben. Und schönes Ding hier vom Roxy, den wir hier sicherlich auch noch nicht gesehen haben. Und wir schauen uns den nächsten an. Ich muss mal eben schauen, wen ich hier eigentlich auf meinem Zettel stehen habe. Ist das eigentlich Freiwild oder ist das Lichtle? Ja, ich glaube, es war Lichtle, der auf meinem Zettel hier pinnt. Also hier sind wir jetzt schon im RH9er Bereich. RH9 gegen RH9. Und
Wir haben schon gelernt, Lichtle ist auf dem Weg, sein Vierer Golem zu bekommen. Wird ihn dann sicherlich auch einsetzen und kommt hier aber nach wie vor mit seiner gewohnten Hexenkombi rein. Also das haben wir ja schon sehr, sehr häufig gesehen von ihm. Aber diesmal hier mit Heiler im Gepäck, also jeweils pro Seite hier schön die Heiler an die Hexen gesetzt, denn dann passiert ihnen auch gegen Flächenschaden relativ wenig. Und da müssen natürlich in der Mitte die relativ wenigen Truppen alles reißen. Das heißt, die Helden müssen ein bisschen was bringen, die Bowler müssen hier ein bisschen was bringen. Und letztendlich musst du ja hier durch die Mitte kommen, aber die Queen kriegt dir jetzt kaum Beschuss, hätte ich fast mal gesagt. Denn die Def steht doch sehr weit außenrum verteilt. Die Luftabwehren, ja, kriegen jetzt sicherlich die eine oder andere Heilerin dort, aber das ist nicht so schlimm. Er hat in der Mitte auch noch Truppen inklusive der Hexen und geht hier schön mit diesen Pärchen hier rum. Also das ist ein schöner Angriff. Ich mag das ja, ich mag den Angriff eigentlich, aber ich kann ihn nicht wirklich. Ich habe jetzt einmal 3 Sterne damit meinen RH9 angeschafft. Sicherlich auf stärkere Basis, aber es ist nach wie vor eine gute Taktik hier. Und wenn die gut läuft, und sie läuft hier gut, das sieht man, dann hat so eine Base, die ja auch schon relativ stark ist mit starker Def. Wir sehen das hier jetzt noch im letzten Drittel hier. Das ist also schon komplett ausgemaxte RH9er Def. Und um sich dann da durchzusetzen mit seinen, ich nenne es mal so, kleinen Helden, das finde ich schon enorm stark und das finde ich enorm gut. Das hat sich auch ein bisschen entwickelt hier. Der Lichtle ist auch seit, ich glaube, seit der 7. Folge hier dabei oder seit der 7. CK, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben doch heute Abend mal darüber gesprochen, wer eigentlich mal wieder so relativ lange hier ist und schon mit uns kämpft. Und deswegen hat sich das Ganze natürlich ein bisschen entwickelt. Ja, mal so ein bisschen Erfahrung auch. Und schönes Ding hier, schön noch ganz am Ende erst gezündet und dann ist das hier ein lupenreiner 3-Sterner gewesen. Dann nützt dem Gegner auch der Troll-Tesla hier hinten in der Ecke nichts mehr. Der ist nämlich jetzt Geschichte. Ich hätte fast gesagt, das machen schon die Skellies, da braucht gar kein anderer mehr ran. Denn der schafft immer nur ein Skelett und ihr seht, das war schon. Also ganz einfache Kiste hier oben. Und wir haben hier den König, wie heißt er eigentlich? Vegeta ist auch schon ein bisschen bei uns, also ist jetzt ein RH10 auf ein RH9, aber das macht hier oben natürlich nichts. Wir hatten auch ein RH10 gegen uns, aber der ist natürlich ausgestiegen. Der hat wahrscheinlich relativ schnell gesehen, hier hole ich nicht viel, denn der König Vegeta hat auch eine gute RH10-Base. Also das ist jetzt nicht nur so ein RH10er, sondern schon ein ganz guter RH10er. Helden sind nicht so gut. Das spielt hier in diesem Clan aber auch nicht so die wirklich gute Rolle, also das ist nicht so der High-End-Clan hier, sondern das ist, ich nenne es mal so ein bisschen so der Mid-Range-Clan oder der untere Drittelspiel-Clan. Aber es sind hier ganz, 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 ganz viele treue Leute dabei. Und das finde ich eigentlich, macht diesen Charme dieses Clans aus. Denn hier musste kein Maxed sein oder hier sind die meisten sind schon relativ gut. Aber wir sehen das auch hier. Er ist ja ein Zehner und hat sicherlich irgendwo gerusht. Spätestens an den Helden sieht man es, dass er die wenig gemacht hat. Aber das macht nichts an der Stelle. Er hilft uns hier in jedem Fall, wenn er hier oben die starken Neuner dreiert. Und wir haben dann eben, der erste wurde von unserem Neuner oder wurde von einem Neuner gemacht mit 2 Sternen. Das hat hier an der Stelle auch völlig ausgereicht. Und so ist das hier ein schönes Ding gewesen. Also ich freue mich hier wirklich für den Clan, dass das hier so gut klappt. Denn hier wird Dauer-CK gespielt. Hier gibt es ja keinen freien Tag wie bei uns in True Warriors 1. Und das kann dann auch schon mal für den einen oder anderen ganz schön stressig sein. Also lieber auf Rot stellen, als dass man sagt, vielleicht schaffe ich meine Angriffe nicht. Aber der Vegeta hier war zwar der Meinung, er ist erst seit einer Woche da. Stimmt aber nicht, er ist schon ein bisschen länger da. Und ist schon, hat sich so ein bisschen zum Stamm entwickelt. Also schönes Ding hier. Und es sind ja auch längst nicht mehr alle hier im TW2, denn wir haben schon so ein bisschen, das tut mir auch ein bisschen leid, eigentlich war ich auch dagegen, wir haben hier schon aus dem TW1 ein paar Leute abgeworben, die zocken jetzt bei uns mit im TW1 und ich denke mal, im Laufe der Zeit wird sich das auch so ein bisschen entwickeln, dass wir so ein bisschen durchtauschen hier und immer mal wieder im TW1 spielen mit einigen Leuten, im TW2 spielen mit einigen Leuten, das kristallisiert sich einfach so ein bisschen raus. Und so gibt es jetzt, glaube ich, schon 2 Leute mittlerweile, die bei uns im TW1 jetzt schon mitspielen.
Und ich bin aber nach wie vor mit dem Donnerbengel und dem Barfuß hier. Der Barfuß, das kann ich euch versprechen, wird demnächst auf Rathaus 9 gehen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber es ist, ich nenne es mal so, Land in Sicht. Und dann werden wir den Barfuß auch auf seinem Weg zu Rathaus 9 sehen. Und ich werde hier also doch dann irgendwann mal das Rathaus anstoßen. Und dann sehen wir hier auch einen, ich nenne es mal so, klein, low RH9er, der sicherlich sich relativ normal entwickeln wird, also nicht schnell, nicht langsam, sondern eher ganz behende, ganz locker. Und ich habe dementsprechend auch schon für Nachschub gesorgt, also schönes Ding hier, schöner CK, 42, 32, also Gegner wieder aufgegeben. Und wir gucken aktuell mal rein hier in die Clan-Vorteile. Es sind noch 2828 beziehungsweise zu 3100, also ich denke mal, ein, zwei CKs. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nichts übers Knie brechen, denn wir spielen hier in 20er. Und es sind aber bei uns im Team hier, ich muss mal gerade gucken, ob wir jemanden neu mit dabei haben. Marian ist nicht neu, aber ich muss mal eben schauen, was eigentlich für einer ist. Okay, es ist ein Rathaus 8er. Asuna ist hier neu, die ist heute Abend hier reingekommen. Willkommen nochmal an der Stelle. NFS war schon hier, den haben wir wieder genommen, nachdem er lange genug rumgenölt hat. Und ich freue mich einfach, wie gut das hier weitergeht. Also bleibt bei mir dran. Ich hoffe, das hat euch eher gefallen als eine Bauarbeiter- oder Bilderbase-Folge von mir. Und bis dahin, euer Toto. Clasht!